Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch Teil 3. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben uns erfolgreich verkleidet. Ein Glück wissen die Leute nicht, wie Petra aussieht. Jetzt kommt es nur noch darauf an, wie gut ist Nikos Schauspielkunst. Dann gehen wir mal runter, stellen uns den Wachen und können, ich denke, ein paar Räume noch erkunden, die unten sind, wo es dann halt weitergeht von der Storche her. Bin jedenfalls gespannt. Hey, wer ist da oben? Oh oh. Okay, aber das werden wir anscheinend erst später erfahren. Aber theoretisch, was heißt oh oh? Sie muss sich halt als Petra ausgeben und gut ist. Ja gut. Aber jetzt geht's erstmal mit George weiter. Und wie es aussieht, darfst du mal wieder eine Kiste schieben. So. Ist nur die Frage, wohin genau? Ja, wahrscheinlich hierher, um da hochzukommen. Oder hierher? Entweder war nichts hinter der Tür oder ich hatte wieder Ohrenprobleme. Das Lauschen, das bringt eigentlich überhaupt nichts. Entweder klemmte die Tür oder sie war verschlossen. Das Lauschen hat bisher noch nie irgendwie irgendetwas gebracht. Ich meine, ich finde es cool, dass man es machen kann, aber irgendwie ist es auch sinnlos. Ich komme nicht. So, jetzt aber. So, jetzt probieren wir es mal, ob wir auf die Seite hochkommen. Ja, das geht. Vielleicht kommen wir ja hier weiter. Aha. Wir kommen auf jeden Fall zur Seite hin. Der Wasserspeier war vom jahrhundertelangen Einfluss der Elemente verwittert. Er sah aus, als könnte ihn der kleinste Stoß zu Fall bringen. Ich bin sonst sehr für Denkmalschutz, aber Not kennt kein Gebot. Okay. Jetzt muss ich noch was ausprobieren. Geht die Tür vielleicht nicht auf, dass man das so machen muss? Ah ja, okay, entweder alles klar. Entweder klemmte die Tür oder sie war verschlossen. Das heißt, wir mussten das so eh machen. Und die Seite? Mit einem Wasserspeier kann man nicht allzu viel anfangen, also ließ ich ihn in Frieden. Ja, okay. Es geht nur in die eine Richtung. Also gehen wir einfach mal jetzt hier lang. Rennen hier auf dem Dach herum. Versuchen nicht abzustürzen. Okay, können wir da... Hier ist auch nichts. Ja, aber was bringt uns das, wenn wir jetzt hier... Ich kann mich ja nicht hier abseilen. Was bringt uns das jetzt, hat hier uns... Ich habe jetzt gedacht, dass wir vielleicht auf den Sims weiter unten hingehen können, aber das geht ja auch nicht. Ah, aber da geht's noch weiter. Das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Okay. Da ist der Wasserspeier wieder. Müssen wir uns jetzt da runterlassen? Tatsache.
Aha, da kommen wir auf das andere. Hier aufs andere Ding rüber, anscheinend. Ich weiß zwar nicht genau, was das hier ist, was sie da hier gemacht haben, aber es scheint auf jeden Fall zu gehen, dass wir hier rüberkommen. Was auch immer das hier sein soll, warum da so ein Steg ist. Vielleicht irgendwie was zu stabilisieren oder so? Ah, offenes Fenster. Das sieht doch gut aus. So, jetzt sind wir auch im Schloss. Fragt sich nur, wo genau im Schloss wir sind. Was ist das hier? Es war eine alte Öllampe. Sie war sicher seit Jahren nicht benutzt worden. Kannst du es anmachen? Sie hatte einen alten Drehknopf zum An- und Ausmachen. Igitt! Zumindest funktionierte der Drehknopf. Mhm. Als ich den Knopf drehte, tropfte das Öl nicht mehr. Okay, haben ja irgendetwas, die Unterhose bestimmt nicht. So würde ich keinen Erfolg haben. Alufolie auch nicht, denke ich. Nee, da haben wir im Moment nichts da. Aber das könnte mal wichtig sein, wenn wir irgendwas Öltechnisches brauchen. Wir müssen hier weitergehen. Wir müssen das Ding hier irgendwie rausbringen. Ich denke, dann machen wir das erstmal so. Dann kriegen wir den hier weg. Ja, so sieht es doch ganz gut aus. Frage ich jetzt nur, für was wir das Öl brauchen. Und mit was wir das verwenden müssten. Wie gesagt, die Unterhose würde vielleicht gehen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich bräuchte man irgendwie einen Lappen oder irgend sowas. So, jetzt ist der Weg komplett frei. Das Fenster führte in einen anderen Bereich des Schlosses. Auf der anderen Seite sah ich einen Steg. Okay. Also hier geht's wieder rein. Dürfen wir nicht vergessen. Oder haben wir irgendwie... Nee, wir haben nichts mehr da. Außer die Boxershorts, wie gesagt. Aber, nee. Oder wir bauen mit der Alufolie irgendwie eine Art Gefäß. Aber das will er wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Die Tür sieht aus, als ob sie offen wäre. Ein altes Eisengitter war im Boden eingelassen. In der Grube darunter war ein Fenster, das ins Schloss führte. Andererseits... Wenn ich das Gitter heben konnte, passte ich vielleicht hindurch. Andererseits ist vielleicht die Tür doch zu... Wir probieren jetzt mal die Tür aus. Diese Tür wollte sich nicht öffnen lassen. Okay. Sieht zwar aus, wie wenn die halb offen wäre, aber gut. Wo war denn das Ding jetzt? Was ist das hier? Es war ein altes, verbogenes, rostiges Abflussrohr. Eine alte Blechtasse hatte ein Überlaufrohr verstopft. Ah, okay. Das alte Abflussrohr führte an der Wand hinauf, aber es sah aus, als wäre es kaputt. Auch recht. Das Rohr war sowieso nass und schleimig. Das
So, haben wir das Ding? Ja, die Blechtasse. Die brauchen wir jetzt hundertprozentig für das Öl. Und das Öl brauchen wir bestimmt für dieses Gitter, weil das nicht aufgeht. Bin ich mir ziemlich sicher. Also zurück. Hier war sie irgendwo. Ja. Machen wir nochmal auf. Das Öl begann wieder zu tropfen. Und wir fangen es auf. Ich goss etwas Öl in die alte Tasse. So, und da wir es nicht verschwenden wollen, machen wir es wieder zu. Als ich den Knopf drehte, tropfte das Öl nicht mehr. Nicht, dass wir es nachher doch nochmal bräuchten und dann hätten wir es nicht mehr. Aber ich meine, das ist unwahrscheinlich, dass wir es nochmal brauchen. Und dann wäre es weg. Aber man muss es ja trotzdem nicht verschwenden. So. Die Frage ist, ob es mit dem Öl alleine getan ist. Wir werden es aber gleich sehen. Wo war es denn? Da war es. Versuch mal aufzumachen. Das Gitter ließ sich nur einen Spalt öffnen. Die Scharniere waren verrostet. Ich brauchte etwas, um die Scharniere zu lösen. Genau dafür brauchen wir das hier. Hoffentlich würde das Öl die Scharniere lösen. Ich konnte fast hören, wie die Scharniere vor Erleichterung aufseufzten. Und jetzt probieren wir es nochmal neu. Dann mal los. Du hast geschafft, jawoll. Und wieder rein ins Schloss. Mir fiel ein prima Buchtitel ein. 1001 Verwendung für Lampenöl. Rein mit uns. Madame Petra, wir haben Sie nicht ankommen hören. Offensichtlich. Hatten Sie eine angenehme Reise? Nein. Los, wieder an die Arbeit, alle beide. Jawohl, Madame. Die Sicherheit ist hier viel zu lasch. Ja, Madame. Ihr Gepäck ist schon in Ihre Zimmer gebracht worden. Das will ich doch hoffen. Elendes Miststück. Das haben wir gehört. Okay. Aber das ist das, was ich gemeint habe. Ein Glück konnte Nico sich gut verstellen. Nur ein paar Lieferscheine. Einige waren für Lebensmittel, andere für Waschpulver. Bei diesem Haufen wäre ich ungern Waschfrau. Ich schätze mal, wir müssen durch diese Türe hindurch. Reden wir erstmal mit dem hier. Gibt's was Neues? Ziemlich ruhig bis jetzt. Was ist mit der Sicherheit hier drin? Wir haben alles fest im Griff. Gut. Und was fällt Ihnen ein, im Dienst zu lesen? Ich will mich nur weiterbilden, Madame. Wenn ich Sie nochmal beim Lesen erwische, können Sie vor Ihrem nächsten Buch Blindenschrift lernen. Jawohl, Madame. Verzeihung, Madame. Wohin wurde der Gefangene gebracht? In Signor Susaros Büro, untere Ebene. Ist er allein? Zwei Wächter sind bei ihm, Madame. Er kann nicht entkommen. Das möchte ich auch für Sie hoffen. Okay. Was ist denn das Rote hier? Wahrscheinlich war der Kartenleser mit der Sicherheitstür daneben verbunden. Kartenleser. Ich brauchte eine funktionierende Keycard, um die Tür zu öffnen. Können wir mit denen auch nochmal reden? Alles in Ordnung? Bin nur etwas nervös, Madame. Heute ist mein erster Tag. Lassen Sie ja niemanden rein. Sonst ist es auch Ihr letzter Tag. Das Erblonden hatte eine sadistische Ader in mir geweckt. Irgendwie machte das Spaß. Bleistift? Sehen Sie diesen Bleistift? Jawohl, Madame. Damit kann ich einen Mann auf 15 verschiedene Arten töten. Jawohl, Madame. Verzeihung, Madame. Das macht Nico Spaß, habe ich einen Eindruck. Können wir auch nochmal mit dir reden? Was ist Ihre Aufgabe hier?
Ich muss aufpassen, dass niemand durch den Vordereingang kommt, Madame. Ich kämpfte gegen den Drang, ihm zu befehlen, 20 Liegestütze zu machen. Wie viele Männer bewachen das Gelände? Wir haben doppelte Mannschaft auf dem ganzen Grundstück, Madame. Niemand kommt ungesehen rein oder raus. Garantiert. Hätte er mir eine solche Garantie für eine Armbanduhr geboten, hätte ich lieber eine Sonnenuhr gekauft. Haben Sie etwas zu melden? Ein Auto hatte in der Nähe des Haupttors eine Panne. Irgendetwas Verdächtiges? Nur eine dumme Französin, der wahrscheinlich der Sprit ausgegangen ist. Diesen Typen würde ich mir merken. Dumme Französin. Also wirklich. Ja, das geht ja überhaupt nicht. So, wenn ich es richtig gesehen habe, müsste hier doch auch noch eine Tür sein. Ja, und die ist nicht gesichert. Perfekt, wir kommen hier rein. Ah, die Zentrale, das ist gut. Es war ein Lageplan der Sicherheitseinrichtungen für einen bestimmten Teil des Gebäudes. Ich hatte keine Ahnung für welchen. Vielleicht können wir uns hier in so eine Karte drucken. Ich wollte nicht mit Sachen herumspielen, von denen ich nichts verstand. Da ist eine Wand. Was ist das hier? Eine Menge Computer standen da und surrten laut vor sich hin. Ich traute mich nicht, die Computer auszuschalten. Oh, und da ist auch noch mal jemand. Okay. Dann müssen wir wohl mit ihr reden. Die Frau saß wie gebannt vor einem Computer. Sie war ganz in ihre Arbeit vertieft und nahm überhaupt keine Notiz von mir. Entschuldigung. Bitte unterbrechen Sie mich nicht, Madame. Ich darf keinen Fehler machen. Sie müssen mir ein paar Fragen beantworten. Was machen Sie da eigentlich? Tut mir leid, Madame. Ich habe strikte Anweisungen, nur Signor Sosaro Bericht zu erstatten, bis die Vorbereitungen für die Armee-La-Sphäre abgeschlossen sind. Ja, natürlich. Okay, und das war's. Ich hätte wahrscheinlich noch die Karte benutzen müssen oder die Tür aufmachen müssen, damit sie weiß, dass sie eine Karte braucht oder so. Oder ich traute mich nicht, die Computer auszuschalten. Ja, ich glaube, ich hätte die Tür wahrscheinlich öffnen müssen. Und dann hätten sie mich hierher geschickt oder so irgendwie. Na gut, probieren wir es einfach mal. Ich meine, mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und so arg viel können wir ja auch nicht mehr machen. Die Sicherheitstür hatte weder einen Griff noch einen anderen sichtbaren Öffnungsmechanismus. An der Wand war allerdings ein Kartenlesegerät. Oder müssen wir mit dir jetzt nochmal deswegen reden? Ich habe ein paar Fragen. Die Sicherheitstür dort drüben. Könnte da jemand durchkommen? Nein, Madame. Sie ist optimal gesichert. Übrigens, Madame, haben Sie schon mit dem Sergeanten gesprochen? Nein. Nein. Ich lasse mir später von ihm berichten. Er wartet darauf, Ihnen Ihre Sicherheitskarte zu geben. Aha. Wo finde ich ihn? Er kontrolliert die äußere Begrenzung, also ist er irgendwo draußen. Danke. Okay, wir müssen also rausgehen wieder. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir nochmal raus müssen. Nee, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Sie sind Madame Petra? Richtig. Was kann ich für Sie tun, Madame? Der Hund sieht sehr gefährlich aus. Er ist darauf abgerichtet zu töten, sobald er losgelassen wird, Madame. Gut. Lassen Sie ihn ja nicht in meiner Nähe los, klar? Nein, Madame. Hörst du, Waldi? Du sollst der netten Frau nichts tun. Waldi? Waldi. Okay, das war auf jeden Fall nicht der, den wir suchen. Aber wir haben ja hier noch ein paar Leute, die... ja, herumstehen. Was ist mit dir? Sie. Ich brauche Hilfe. Sie sind Madame Petra, nicht wahr? Nein. Ich bin Madonna. Wow. Idiot. Natürlich bin ich Madame Petra. Was für ein ekelhafter Hund. Danke, Madame. Wie heißt er? Raptor. Wie passend. Jedenfalls passender als Waldi.
Ja, Waldi. Waldi Waldemar und sein bester Freund. Da vorne steht noch jemand. Bist du vielleicht ja den was suchen? Ein Saustall ist das hier. Tut mir leid, Madame. Ich kenne Sie nicht. Ich bin Madame Petra. Sehen Sie das nicht? Natürlich, Madame. Das hätte ich mir denken sollen. Ja, okay. Da stehen die Dinger wieder. Muss ich jetzt. Nee, das kann nicht sein, dass ich die wieder umstellen muss, um da hochzukommen. Halt, da sind wir ja schon gewesen. Wo ist dieser Typ, den wir da suchen sollen, der uns das Ding gibt? Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt da hoch nochmal müssen. Dann kommen wir ja nicht mehr zurück. Der muss doch hier irgendwo sein. Vielleicht hier vorne? Nee. Ah, da steht noch jemand. Hallo Boris. Können Sie mir helfen? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich weiß alles. Dazu bin ich hier. Sie kommen mir bekannt vor. Ich bin Madame Petra. Tut mir leid, Madame. Das wusste ich nicht. Jetzt wissen Sie's. Haben Sie etwas zu melden? Nein, Madame. Nichts. Keine verdächtigen Subjekte? Vorhin kam eine Touristin vorbei, aber ich glaube, sie ist weg. Sie glauben? Sie ist weg, Madame. Ohne jeden Zweifel, Madame. Ja, okay. Sehr interessant, mit den ganzen Leuten hier zu reden. Okay, hier können wir noch... Ah ne, das ist nur ein Fleck auf meinem Monitor. Hier können wir nochmal hochgehen. Ist dieser Typ, den wir da suchen, wo wir die Karte herkriegen? Ist der schlussendlich doch auf der anderen Seite? Aber da kommen wir doch dann gar nicht mehr hin. Wenn ich probiere, mach's einfach mal aus. Und gut ist. Dahinter war ja nichts. Nee. Also im Moment sieht es fast aus, als ob wir tatsächlich auf die andere Seite müssten. Also die Karte hieß es, die kriegen wir von einem Typen, der draußen ist. Und die Karte brauchen wir ja auch. Aber alle Wächter, die mit denen wir geredet haben, wissen von nichts. Na gut. Dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge und schauen mal in der nächsten Folge, ob wir den Typ jetzt endlich finden und die Karte kriegen, damit wir durch diese Sicherheitstür reinkommen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.